Wir haben Mitte März, draußen scheint die Sonne, aber es weht trotzdem eisiger Wind und wir haben Minustemperaturen. Nichtsdestotrotz, die Gartensaison hat begonnen, für mich zumindest, hier in meiner Küche. Ich zeig dir mal, was ich gemacht habe. Ich bin nämlich dabei, ein paar Pflanzen vorzuziehen. Tomaten, Paprika, Chili und so weiter. Die müssen jetzt eigentlich schon in die Erde und müssen jetzt schon keimen, dass die dann nachher im Sommer auch früh genug reifen. Was? Jetzt nehme ich mir mal die Kamera. Ich bin nämlich heute ganz alleine hier. Was habe ich gemacht? Ich habe gestern schon mal angefangen herauszusuchen, welches Saatgut oder welche Paprika ich denn gerne benutzen möchte. Und habe die dann schon mal eingeweicht in solchen Gläsern. Ja, beschrifte das Ganze, damit ich dann nachher auch weiß, welche Sorte habe ich denn hier. Denn so, wenn die Samen vorher eingeweicht werden, dann keimen die in der Regel viel besser. Ja, dann benutze ich immer so ein kleines Gläschen und gieße die Samen dann ab. In jedem Tontopf fülle ich erstmal ein bisschen Blähton rein als Drainageschicht. Dann besteht nämlich auch nicht die Gefahr, das sollte man mal zu viel gießen, dass die Wurzeln nicht im Wasser stehen und verfaulen, sondern dass das Ganze, das nimmt das Wasser, das überschüssige Wasser auf und die Wurzeln sind da eben besser geschützt. Dann benutze ich Anzuchtserde, ganz feine, krümelige Anzuchtserde. Dazu sage ich euch noch mal was. Ich benutze gern die von Neudorf. Das ist Aussaat- und Anzuchtserde von, genau, ganz wichtig, die ist torffrei. Ja, achtet bei der Erde, die ihr kauft, darauf, dass die wirklich torffrei ist. Ihr schützt dadurch unsere Moore, denn die Moore sind für den Klimaschutz extrem wichtig. Die speichern doppelt so viel CO2 wie alle Wälder auf dieser Erde zusammen. Ja? Warum nehme ich Anzuchtserde? Anzuchterde deshalb, weil die nicht so viele Nährstoffe hat. Die Pflanzen sprießen da nicht so in die Höhe, ja, ins Wachstum, sondern bilden vielmehr ein viel dichteres Wurzelwerk aus. Und das ist es ja, was ich will. So, dann verteile ich die Samen da drauf. Bei den Samen achte ich immer darauf, dass ich wirklich samenfestes Saatgut habe. Ja, dass ich später, wenn ich Lust habe, mir eigene Samen heranziehen kann. Bingenheimer Saatgut zum Beispiel benutze ich gerne. Dreschflegel oder von Fern das Saatgut. Fern ist ein Verein, der erhält eben alte Nutzpflanzen. Die unterstütze ich ganz gerne. Genau. Dann lege ich die Samen darauf und ihr müsst auch ein bisschen darauf achten, was habt ihr jetzt für Samen? Sind das Lichtkeimer? Sind das Dunkelkeimer? Paprika bedecke ich mit nur ganz wenig Erde, gehören eher, würde ich sagen, zu den Lichtkeimern. Tomaten sind Lichtkeimer. Gurken hingegen sind Dunkelkeimer. Die kommen ganz tief in die Erde. So, wenn ich das dann gemacht habe, dann kriegen die alle einen schönen Platz an der Sonne, ja, hinter der Scheibe am Fenster. Achtet trotzdem darauf, dass ihr ab und zu mal ein bisschen lüftet eure Räume, ja, denn die sollen ja nicht ganz so verwöhnt werden. Ein bisschen Luft kann nicht schaden. Was könntet ihr noch gebrauchen? Also ich benutze zum Gießen nachher, wenn die kleinen Pflänzchen rauskommen, gerne diesen Pflanzensprüher. Ja, der hier ist aus Messing, wir haben den auch noch in Kupfer und in Nickel. Und später, wenn die Pflanzen größer sind, benutze ich dann auch mal so eine kleine Zimmergießkanne vom Horst. Haben wir auch mit in unserem Sortiment, verlinke ich mit nach unten. Was kannst du noch gebrauchen? Ja, eine Schaufel natürlich. Hier habe ich unsere kleinste, die Mira, für solche Zwecke. Und wenn es nachher zum Pikieren und Vereinzeln gehen, dann kann man auch mal zu solchem schönen Werkzeug greifen. Ja? Das ist die Blumengabel Spieker. Ich verlinke euch das alles nach unten und ja, dann wünsche ich uns mal, dass die gut angehen und das Projekt Selbstversorgergarten gut startet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aussehen eurer ersten Pflanze. Ich wünsche euch viel Erfolg und ich bin ganz gespannt auf eure Kommentare und eure Bilder. Wie sieht's bei euch aus auf der Fensterbank? Tschüss, bis bald!